Hi Leute, na? Lang nicht mehr gesehen, würde ich sagen. Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Rot Randomizer Strafloop Challenge. Und es gibt natürlich mal wieder Entschuldigungsbedarf bzw. Erzählbedarf von mir für euch, wieso mal wieder kein Part kam. Ich erzähle es euch ganz einfach so, ich war in der letzten Woche so ein bisschen faul, beziehungsweise auch so ein bisschen einfach, ja, wie soll ich es am besten betiteln? Einfach ein bisschen lustlos, sage ich jetzt mal. Ich hatte nicht so viel Spaß gehabt am Aufnehmen letzte Woche, muss ich persönlich echt zugeben. Und gepaart mit meiner Faulheit, die gepaart dann noch mit meiner Schule, nicht so gut ineinander gekoppelt funktioniert hatte. Und deswegen kam es dazu, dass wirklich nicht wirklich Videos kamen. Ich saß dann in meinem Zimmer, hab mir so gedacht gehabt, du müsstest jetzt eigentlich Pokémon Strafloop Challenge aufnehmen. Und dann saß ich in meinem Zimmer und hatte das in meinem Kopf gehabt und hab mir dann immer gesagt gehabt, okay, das machst du dann später, das machst du dann später. Und dann irgendwann dachte ich mir so, okay, komm, hast einfach keine Lust drauf, machst du halt eben morgen ein anderes Video. Oder besser gesagt, habe ich mir im Kopf immer gedacht gehabt, so, morgen wirst du schon Lust drauf haben, mach dir da keine Sorgen. Ja, und dann kam es halt eben dazu, dass ich Pokémon Strafloop in dieser Zeit leider nicht aufgenommen habe. Das tut mir wirklich leid, aber heute bin ich wieder da, die neue Woche ist gestartet und die neue Woche kann doch gar nicht besser beginnen als mit Pokémon am Montag. Und ich hoffe, ihr habt das so ein bisschen vermisst, denn irgendwie bin ich es euch auch schuldig, dass jetzt wieder ein neuer Part kommt. Und irgendwie muss ich sagen, habe ich auch wieder Bock auf das Projekt. Ich muss ja persönlich sagen, es ist ja schon lange her, als das Pokémon gestorben ist, was für mich ganz gut ist. Aber ich glaube, für euch vielleicht sogar gar nicht mal allzu gut. Es gibt ja hier und da, also beziehungsweise es war ja auch immer so bei Regi immer so eine Sache, da haben sich Leute ja immer darüber beschwert, wenn bei Regi nichts gestorben ist, dann so, Mann, Regi, ist so langweilig, bei dir ist nie ein Pokémon gestorben, ich möchte mal ein bisschen Action sehen. Ach klar, became confused, ja. Wäre ja auch kein lustiger Part, wenn es nicht so wäre, ne? Gothita. Da gab es immer Leute, die dann bei Regi immer so meinten, es ist so langweilig, wenn kein Pokémon stirbt und so. Und vielleicht denkt ihr das ja auch so. Wer weiß. Ja, ich kann mir dann vielleicht vorstellen, dass es für den einen oder anderen cooler wäre, wenn ich in jedem zweiten Part irgendwie irgendeine Strafe erfülle. Weil es ja auch eine Strafe-Challenge ist. Es soll ja auch irgendeine Strafe geben, die ich dann ja auch erfüllen muss nach einer Zeit. Es soll ja irgendwas geben, wo ich dann, wo ihr mich dann so gesehen leiden seht. Das kann ich auch verstehen und ich kann auch nachvollziehen, dass das so euer Viewing-Pleasure ist, aber das kann ich euch leider nicht geben, weil irgendwie stirbt momentan kein Pokémon. Und wenn ihr euch mal die unglaublich schlechten Levelkurven anschaut, dann wisst ihr auch wieso. 7 Level über ihm bin ich. Das dürfte eigentlich gar nicht sein. Wobei man hier natürlich sagen muss, man hätte ja auch, wenn man die Pokéflöte bekommen hat, müsste man ja nicht unten lang fahren. Man hätte hier auch links lang fahren können. Dann müssten da natürlich Pokémon sein, die ungefähr dem Level entsprechen, das man hat, wenn man die Pokéflöte bekommt. Okay. Wow! Deoxys. Ja, Odin. Ich glaube, das sollte eh nicht so viel Angst mir machen, weil, ja gut, sind auf Level 29. Okay, ja gut, dann brauche ich mir wirklich keine Sorgen machen. Ich bin 9 Level über dem Pokémon. Jetzt war es für mich nur wichtig, ein Pokémon rauszusetzen, was halt richtig hohe Stärke hat. Wie zum Beispiel Odin! Was einfach mal Deoxys one-hitted, als wäre es nix. Und Level 39 gleich noch erreicht. Ja, ich meine, klar, wieso denn auch nicht? Es gibt eine nächste Information, und zwar ist es eine Information, die alle Leute, die mich auf Twitter geedit haben und die mich auf, die mich auf Discord haben, die auf meinem Discord-Server sind, Link in der Beschreibung für euch, die wissen schon Bescheid. Ich habe nämlich etwas bekommen am Wochenende, beziehungsweise am Freitag, welches ich durch meinen Twitch-Streaming, mir finanzieren konnte. Der ein oder andere mag jetzt vielleicht schon wissen, worum es geht. Ja, ich habe halt einen 12-Stunden-Livestream gehabt, letzte Woche, Wochenende, nee, vorletzte Woche am Wochenende ist das ja schon. Und da habe ich ein paar Donations bekommen. Sagen wir mal, es ist sehr ausgerastet. Ich möchte mich nochmal bei allen von euch bedanken, die dabei waren und auch an alle natürlich, die mich unterstützt haben. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Es war wirklich krass. Und ich habe halt so viele Donations bekommen, dass ich mir damit etwas kaufen konnte, welches ich als Donation Goal im Stream hatte. Und das habe ich sogar geschafft in nicht mal einer Stunde. Wie dem auch sei, das gute Gerätchen, es ist nämlich ein Gerät, habe ich hier in der Hand. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber eigentlich solltet ihr das sehen. Es ist eine verkackte Nintendo Switch. Wie geil ist das, Mann? Es ist so geil. Und das habt ihr mir möglich gemacht. Zumindest, naja, nicht alle, die mich da unterstützt haben im Livestream, haben mich halt unterstützt mit Donations. Aber die, die mich unterstützt haben mit Donations, ihr habt mir das möglich gemacht. Ich habe hier eine Switch und ich habe Pokémon Quest gespielt. Gut, ich habe halt nichts anderes. Und dazu wollte ich zunächst zu sprechen kommen. Und zwar Saturn. Also bei Saturn arbeiten 31er. Zumindest vielleicht im Online-Shop, im ganzen Vermarktungs-Marketing-Gedöns, in dieser Rubrik da, wo die ganze Infrastruktur geleitet wird und so weiter.
Oder im Webdesign. Ich müsste eigentlich sagen, die Leute, die im Webdesign arbeiten bei Saturn, haben wirklich verkackt. Ich habe im Stream den Donation Goal auf die Switch gesetzt mit Mario Kart 8 Deluxe. Es gab ein Angebot bei Saturn, wo nämlich stand Nintendo Switch mit Mario Kart 8 Deluxe und einem Pro Controller für 300 Euro. Das habe ich dann auch bestellt. Ich war auf der Seite, wo dieses Bundle eben vorgestellt wurde. Da, wo das Bundle eben gezeigt wurde, so, yo, hier könnt ihr euch eine Switch holen, bla bla bla, mit Mario Kart 8 Deluxe und so weiter. Und dann habe ich da auf in den Warenkorb geklickt. Ich habe dort, wo ich das Bundle gesehen habe, auf in den Warenkorb geklickt. Und was kam an? Nur die Switch! Ich will mich nicht beschweren, die Switch ist ja ziemlich geil. Ich habe mega Spaß daran. Ein Kollege von mir hat mir auch Super Mario Odyssey ausgeliehen bis Mittwoch. Grüße gehen raus an Nils, alter Double Piece. Dankeschön dafür auf jeden Fall. Ich habe sehr viel Spaß an dem Spiel. Und halt eben Pokémon Quest, weil es ja eben ein kostenloses Spiel ist, habe ich jetzt auch gespielt. Ich muss sagen, die Switch ist eine echt, echt geile Konsole und die macht wirklich Spaß. Ich habe halt ja nicht viele Spiele, ne, aber ich glaube, hier können wir uns ein neues Pokémon sogar, glaube ich, fangen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin mir da jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht mal so sicher. Kann ich mir hier ein Pokémon fangen? Ich glaube schon. Ich mache es, glaube ich, nicht in dem Part. Ich muss erstmal noch nachschauen, glaube ich, nach dem Part. Ich glaube, ich habe noch nichts gefangen, aber ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher. Schon ein bisschen länger her. Ja, auf jeden Fall. Es ist eine sehr geile Konsole und gegen diese Konsole möchte ich nichts sagen, denn sie macht sehr viel Spaß und ich muss auch sagen, dass ich benutze es mehr als ein Handheld als eine Konsole, was ich auch sehr cool finde, weil nach dem Nintendo DS kam für mich kein wirkliches Handheld mehr raus, was sich wirklich gelohnt hat für mich. Auf jeden Fall die Nintendo Switch finde ich mega cool. Aber Mario Kart 8 Deluxe fehlt halt eben. Also hat sich der Marcel gedacht in seinem Kopf, hey, schreibe ich doch einfach mal Saturn an und frag mal nach, was los ist. Habe ich Saturn angeschrieben und sie gaben mir dann eine E-Mail, wo drin stand... Sie hätten... Jetzt passt auf, Leute. Passt auf. Ich nehme euch nicht aufs Korn. Ich meine das wirklich ernst. Die haben mir eine Mail geschickt. Das ist nicht das genaue Wortlaut, aber ich erzähle euch, was sie mir geschrieben haben. Sie meinten zu mir, ich sollte jedes einzelne Artikelstück in den Warenkorb legen. Das heißt, ich sollte die Switch, Mario Kart 8 Deluxe... Oh, da fällt mir fast mein Controller runter. Aber Pro Controller und den Pro Controller. Also die drei Sachen. Mario Kart 8 Deluxe, Pro Controller und Switch. Sollte ich allesamt in den Warenkorb einzeln reinlegen. Und in den Warenkorb halt eben legen und dort zu Kauf kommen. Dann hätten sie mir das als Bundle verkauft. Das muss man sich mal vorstellen. Ich bin auf der Seite, wofür das Bundle geworben wird und wo gesagt wird, yo, hier gibt's das Bundle, ihr könnt euch das holen für 300 Euro, die Switch gemeinsam mit dem Mario Kart 8 Deluxe und so weiter und hier mit dem Pro-Controller und so. Ich klicke auf in den Warenkorb und nur die Switch wird da reingelegt. Jetzt mag natürlich der ein oder andere sagen, Sayu hat es mir auch zum Beispiel schon gesagt, es kann bestimmt gut sein, dass irgendwo was ganz Kleingedrucktes drin stand, was ich halt eben überlesen oder übersehen habe beim ersten Mal, aber... Ich meine, klar, das kann natürlich gut sein. Irgendwo wird es wahrscheinlich schon gestanden haben, dass man das einzeln halt reinsetzen muss. Aber das ist doch bescheuert, wenn ich auf der Seite bin, wo das Bundle angekündigt wird und ich auf in den Warenkorb klicke, dass dann nur die Switch reingesetzt wird. Ich verstehe diese Logik dahinter nicht. Ich verstehe diese Logik nicht dahinter. Ich verstehe sie nicht. Ich komme da nicht hinter. Ich kapiere es nicht. Und deswegen, ich habe es dann halt eben angeschrieben, sie sagten so, ja, wir können da jetzt leider nichts machen, sie haben halt nur die Switch gekauft und ihre Bestellnummer war halt auch nur die Switch. Ja, ich meine, was sollen sie auch machen, sie können mir halt nur das schreiben, so ist ja klar, sie haben ja auch recht, das ist halt nur die Switch dann. Aber dann muss man sich halt echt mal fragen, was da für Webdesigner hintersetzen, die auf solche Ideen kommen, das ist doch schwachsinnig. Und dann haben sie mir geschrieben gehabt, wir können sie aber auf ein anderes Bundle aufmerksam machen, momentan geht es irgendwie, weiß nicht, Breath of the Wild mit einem Pro-Controller irgendwie in einem Bundle, also nur die zwei für irgendwie, weiß ich nicht, 30 Euro oder was da war, keine Ahnung. Ich jetzt nicht denken, dass 30 Euro sind, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, es könnten 30 sein, ich weiß es nicht, ich habe mich auf den Preis geachtet, weil es mir egal war. Ja, und jetzt sitze ich hier eigentlich ohne Spiel. Ich habe jetzt nur Pokémon Quest. Ich überlege mir, weil ich habe mir die E3 angeschaut. Ich habe heute sage und schreibe 3 Stunden Schlaf hinter mich gebracht, denn ich habe mir die komplette Microsoft PK angeschaut von der E3 und die Bethesda PK angeschaut. Und
Es hat mir natürlich erstmal sehr viel Zeit für meinen Schlaf eben natürlich entzogen. Und zweitens ist halt, die haben Fallout Shelter auch zum Beispiel für die Switch angekündigt. Ich meine, Fallout Shelter ist eigentlich schon ausgelutscht. Die müssen da ein bisschen mehr ran machen. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht sogar neue Sachen hinzugefügt haben dazu, dass es auf die Switch und ich glaube PS4 auch rauskommt. Ich mag es zu bezweifeln. Es wäre aber nicht schlecht. Und ich überlege mir, es einfach für die Switch zu holen, damit ich einfach ein weiteres Spiel auf der Switch habe. Weil wie gesagt, momentan habe ich eigentlich nur Pokémon Quest, denn mir gehört ja Super Mario Odyssey eben nicht. Jetzt muss ich schauen, dass ich von irgendwo 10 Euro herbekomme, für PayPal am besten, damit ich mir das halt eben online bestellen kann, damit ich das halt eben hier eben direkt auf die Switch laden kann. Ich könnte natürlich, also, weil ich habe Bargeld einfach nicht. Ich hab momentan kein Bargeld, um das halt eben zu bezahlen, deswegen muss ich irgendwie da zuschauen. Vielleicht frage ich meine Eltern, vielleicht sind sie ja so genehm oder sowas und würden mir das halt eben drüber ziehen oder sowas. Vielleicht sind sie ja lieb, ne? Grüße gehen raus an meine Eltern. Love you. Ja, also da müsste ich mal schauen, was da so kommt. Vielleicht bekomme ich ja Mario Kart 8 Deluxe noch in dieser Woche irgendwie zustande. Und selbst wenn, ich kann ja auch, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wie das so genau möglich ist mit dem E-Shop. Vielleicht sage ich auch meinen Eltern, könnt ihr mir das kaufen, ich gebe euch dann das Geld zurück oder irgendwie sowas. Dann ziehe ich das über PayPal rüber und ein bisschen Gabargeld dazu. Ich muss mir was einfallen lassen. Auf jeden Fall, mein Plan war es eigentlich, Mario Kart 8 Deluxe zu streamen plus Videos dazu auch zu machen, weil es halt einfach ein geiles Spiel ist. Ich habe sehr viel Spaß in Mario Kart und ey, ich habe eine Switch, Mann. Ich habe eine fucking Switch und ich finde die so geil und ich habe da so viel Spaß dran und ich könnte jetzt glatt in meinem Video hier Pokémon Quest spielen, weil es so viel Spaß macht. So, geh mal an, Switch. Es ist so cool. Ich weiß nicht, ob ihr auch Pokémon Quest irgendwie spielt oder so. Kann ja sein. Oder vielleicht guckt ihr das auf YouTube oder auf Twitch oder was weiß ich nicht was. Was haltet ihr von Pokémon Quest? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Ich finde das Spiel, es macht Spaß. Es macht wirklich sehr viel Spaß, weil ich muss sagen, bei Pokémon Quest ist es ja so, du levelst deine Pokémon so auf, du musst halt schauen, dass deine Pokémon irgendwie ihre ganzen P-Steine bekommen, damit man die halt aufbessert und so weiter und man muss halt von Level zu Level hier hinsausen und so. Das ist einfach voll geil. Also mir macht es sehr viel Spaß, weil es auch so ein bisschen so ein bisschen, ich sag mal, Roleplay hat, weil man muss halt irgendwie die bestimmten P-Steine zu den einzelnen Pokémon immer hinsetzen und so weiter. Ich denke mal, ihr wisst schon ungefähr, wie ich das meine damit. Und das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Mein Team, ich spiele das nicht seit langem, ich habe die Switch ja noch nicht lange, aber mein Team sitzt momentan bei 2442, beziehungsweise besteht aus Rettern, Fukano und Onyx. Was passiert denn hier? Draußen hat irgendjemand Musik angeschaltet, das ist auch sehr interessant. Ich dachte jetzt gerade, irgendwie habe ich auf meinem PC, weiß ich nicht, Spotify angelassen oder sowas. Aber draußen macht irgendjemand gerade Musik. Ich hoffe, ihr hört das natürlich nicht im Video. Ja, ich muss auf jeden Fall sagen, das Spiel ist halt ziemlich, ziemlich cool. Und ja, ich habe meinen Starter rausgesetzt. Mein Starter war Evoli. Also ich weiß nicht, ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr das selber spielt, welches Pokémon ihr vielleicht als Starter genommen habt. Ich habe Evoli genommen, weil ich Evoli sehr feiere und ich Evoli sehr, sehr gern habe. Und jetzt kommen wir momentan zu so einem Moment im Spiel, wo Evoli nichts mehr so viel bringt, weil Evoli einfach an sich momentan nicht mehr so stark ist und im Vergleich zu Rettern, Fukano und Onyx einfach abstinkt, muss man einfach so sagen. Und deswegen, ja, ist das momentan mein Team und ich schicke die mal auf ein Adventure. Hier, komm, das Level könnt ihr doch machen. Bonus-Typ Wasser habe ich jetzt nicht in meinem Team, aber egal. So, wie dem auch sei, soviel zu Pokémon Quest und ich muss sagen, das ist auf jeden Fall ein geglücktes Spiel und es macht mir tatsächlich Spaß. So viel zu meiner Switch. Kommen wir vielleicht nochmal zu der Gamescom, zu der Geschichte mit zur Gamescom. Es wird vielleicht dann. Oder. Oh nein! Oh nein! Ich werde von einem Pokémon, welches 10 Level unter mir ist und nicht mal voll entwickelt ist, von einem Psybeam gecrittet, sodass Ambrose stirbt. Das ist eine Geschichte, die ist besser geschrieben als jede Geschichte aus dem Polarner Garten. Das ist der Wahnsinn. Ja, Leute. Hi. Oh, ich hab mein... Oh. Ich hab meine Facecam ein wenig, ja. So viel zu... Es sterben ja nicht so viele Pokémon, Marcel. Wie wär's, wenn wir vielleicht doch mal dafür sorgen, dass mehr Pokémon sterben tun? Das wäre doch auch mal was. Oh, weia. Ich meine, es geht auf meine Kappe. Ich habe ein Kampf-Pokémon, ein Psycho-Pokémon drin gelassen. Oh, da habe ich auch dafür gesorgt, dass mein Telefon hier fast vom Tisch fällt. Ich habe ein, man muss ja sagen, ich habe ein Psycho-Pokémon jetzt die Chance gegeben, mein Kampf-Pokémon zu attackieren. Ja, okay, das, ja, mein Fehler. Hätte nicht sein müssen. Ich war auch ein bisschen abgelenkt von Pokémon Quest. Blödes Spiel, Pokémon Quest, keiner sollte das spielen. Ach Mann, ey, ist doch blöd. Ah, und jetzt ist ein weiteres Pokémon von mir gestorben. Wieso leckt das so komisch?
Oder kommt mir das gerade nur so vor? Ach ja, jetzt kann ich ja nicht weiterfahren. Ah, ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt ein Ersatz-Pokémon? Also ein Ersatz-Kampf-Pokémon? Ich glaube, ich habe nicht mal ein Ersatz-Pokémon, was Kampf adäquat irgendwie ersetzen kann. Und ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Kann ich beim Radweg ein neues Pokémon fangen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich würde sagen ja, aber ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, ich habe da kein Pokémon gefangen. Das würde mich sehr stark wundern. Wenn ich da falsch liege, könnt ihr mir das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, ich hatte tatsächlich kein Pokémon gefangen beim Radweg. Wie dem auch sei, wir müssen jetzt ein Pokémon beerdigen, beziehungsweise erstmal Change Box. Das war ja immer so unfassbar lästig hier in diesem Videospiel, dass man die Box immer so komisch rumsetzen musste. Egal. Ambrose, mein Lieber. Oh Mann, was soll ich machen? Dean Ambrose, mein Lieblingswrestler. Ich mag dich echt. Ambrose Asylum. Ach nee, warte, das war... alle, die Wrestling gucken, sorry, dass ich das gerade mit Dean Ambrose in Verbindung gesetzt habe. Ich habe schon lange kein WWE mehr geschaut. Wie dem auch sei... Ambrose, es tut mir wirklich leid. Richtig cooles Kampf-Pokémon. Sogar kurz davor, sich zu entwickeln. Ich glaube, Level 40 hat sich das entwickelt. Oh. Ich glaube, Level 40 war die Entwicklung. Das tut jetzt gerade noch ein bisschen mehr weh. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Scheiße, wie dem auch sei. Du bist gestorben, Ambrose. Aber du gehst mit Ehren. Du hast mir sehr viele gute Dienste erwiesen. Kampf-Pokémon sowieso sehr starkes Pokémon. Vor allem hier bei diesem Hack. Da wir sehr viele Normal-Pokémon hier haben. Durch das Ausraffeln der Unlicht- und Stahl-Pokémon als Normaltyp, beziehungsweise Fee auch. Aber wie es das Schicksal nun mal so möchte, wirst du leider auf die Friedhofsbox gesetzt. Wir sehen uns irgendwann mal wieder, Bruder. Nein, nicht Release, oh Gott. Boah, ich fast... Alter, ich hätte fast Release gedrückt, ey. Das wäre es jetzt noch gewesen. So, Box 2, wir schauen mal, was wir noch übrig haben. Withdraw. Wir haben hier noch... Bloodborne. Bloodborne, das Fione. Upsa. Dann haben wir noch Stego. Das Amororus, Amoragus, Amoregus, weiß ich nicht ganz genau. Wir haben noch Linda, das Gothitelle. Dann haben wir noch den Ripper, beziehungsweise das ist ja unser Noctuska. Wir haben noch Kiesel, glaube ich, genau. Kiesel, unser Kleinstein, mein persönlicher Favorit tatsächlich. Wobei es ist halt lästig, das Pokémon für Level 16 hoch zu trainieren, ey. Dann haben wir noch Andy, das Nachtara, Surskit, das Maskeregen, Selina, weiß ich gerade nicht mehr ganz genau, was Selina war. Ach genau, das Traunfugil, das Traunmagil. Und dann haben wir als letztes noch Pete, das Navitaub. Nee, gar nicht, ist schon Fasersnob gewesen. Und dann würde ich sagen, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, welches Pokémon ich mein Team reinsetzen sollte. ja, noch ein Pokémon. Also wenn noch ein Pokémon stirbt, dann muss ich halt wieder eine Strafe erfüllen. Ich freue mich da schon sehr drauf. Und dann würde ich euch mal entlassen für den Tag und ich hoffe, euch hat dieser Part heute gefallen. Es war einfach heute so ein bisschen Trainer-Clearings-Part für den Radweg. Ich glaube, das nächste ist sogar, ich glaube, ich muss meine Pokémon eh alle trainieren für Koga. Ja. Das nächste, was ich machen werde, ist nämlich Koga besiegen. Beziehungsweise soweit mein Plan. Der kann mich natürlich auch absolut auseinandernehmen. Aber ich werde zum nächsten Part mein Team auf Koga-Niveau bringen und ein neues Teammitglied in unserem Team beheißen. Und ich würde sagen, wenn euch dieser Part gefallen hat, Daumen hoch, Freude zu bauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss, Kuss, bye, bye. Macht's gut. Double Time, Marcel ist wieder unterwegs.